Wow, schon wieder ist eine Woche rum. Das ging schnell. Herzlich willkommen zurück hier zur Helleny Coding Academy. Und diesmal haben wir nicht viel Zeit zu verlieren, also direkt rein in den Code. Schauen wir uns das mal an. Das haben wir beim letzten Mal gemacht, wie ihr seht. Nicht viel, könnte man meinen, aber stimmt nicht, denn wir haben eine Map-View eingebaut im Fullscreen. Da die in der Preview hier nicht gerendert wird, sieht man hier leider nur einen weißen Screen. Aber wenn man sich die Main-Activity anschaut, dann erinnert man sich ziemlich schnell daran, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir haben nämlich hier Location-Component eingebunden und das ist ein Teil des Mapbox-SDKs. Das haben wir beim letzten Mal verbaut, um eben die Standortkarte anzuzeigen. Und ich habe gesagt beim letzten Mal, dass wir heute, also eine Woche später, einen Teilen-Button einbauen werden, um die Geokoordinaten mit Freunden zu teilen, sodass die auch wissen, wo man sich gerade befindet. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht, ja, wir werden das machen, Geokoordinaten teilen mit einem Teilen-Button, schön, aber wir werden noch zwei weitere Buttons hinzufügen zum Teilen. Mit dem einen werden wir eine weitere oder eine andere App aufrufen, mit der man Geokoordinaten verarbeiten kann, zum Beispiel Google Maps, damit wir den Standort bzw. die Koordinaten, die sich im Mittelpunkt unserer Karte befinden, mit Google Maps weiterverarbeiten kann. Das zeige ich euch gleich. Und der dritte Teilen-Button, der wird dafür sorgen, dass man direkt eine Navigation starten kann, damit man eben zu dem Punkt hinkommt, den man sich ausgesucht hat. Aber das zeige ich euch im Detail. Ich würde sagen, fangen wir direkt an. Quatschen wir nicht so viel und wir fangen an im Layout. Also wir haben beim letzten Mal absichtlich ein Relative Layout gemacht, weil die Buttons jetzt unten rechts über der Karte, also sozusagen in der Z-Ebene, in der Z-Achse dargestellt werden sollen. So, mein Mikrofon hängt hier ein bisschen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Wir haben die Map-View. Die sieht man nicht, weil die hier nicht farblich gerendert wird. Wir setzen da jetzt einfach mal testweise eine Hintergrundfarbe. Ich mache hier mal Color Accent. Okay, nicht die schönste Farbe, aber wir sehen jetzt ungefähr, in welchen Dimensionen sich hier die Map-View erstreckt. Und dann würde ich sagen, bauen wir drei Buttons ein, die sich am unteren rechten Rand nebeneinander befinden sollen. Okay, wenn sich Dinge nebeneinander befinden sollen, dann sagt uns das, wir brauchen ein Linear Layout. Das soll so breit sein, wie die Buttons insgesamt breit sind, auch so hoch. Also machen wir Wrap Content. Und die Orientierung dieses Layouts ist horizontal, weil die Buttons sollen ja nebeneinander und nicht untereinander sein. Wenn ihr sie untereinander anordnen wollt, dann müsstet ihr hier vertikal schreiben, aber wir bleiben mal bei horizontal, also für nebeneinander. Und nun wollen wir das Ganze unten rechts, das heißt, wir machen Align Parent Right True und Align Parent Bottom True. Und dann machen wir das Layout zu, machen ein bisschen Platz. Also ihr seht, wir öffnen das Layout, wir schließen das und dazwischen werden wir jetzt unsere Buttons definieren. Wir geben dem Layout aber mal noch eine ID, Buttons. Das ist sozusagen das Layout um die Buttons herum. Das hat einen Sinn, zeige ich euch nachher. So, jetzt seht ihr hier unten schon ein bisschen so, das ist hier so angedeutet, unser Layout. Wir sollten zuerst die Buttons machen. Das machen wir, mein Vorschlag wäre nicht mit Button, weil das sieht nicht so schön aus. Das ist dann immer so 3D und so viereckig, das mag ich nicht. Mein Vorschlag wäre, wir machen so runde Kreise. Also Kreise sind ja üblicherweise rund, also kann man auch einfach sagen Kreise. Und da drin jeweils ein Icon. Ein Icon, um einen Text zu teilen, ein Icon, um eine Map zu öffnen und ein Icon, um die Navigation zu starten. Also brauchen wir eine Image View. Breite. Ich hatte mir das schon mal vorbereitet. Ich habe das nicht im Kopf, was für eine Breite ich da schön fand. Also nicht wundern, wenn ich hier zu meinem Spickzettel greife, aber man kann sich auch nicht alles im Leben merken. Ich fand gut 48 DIP für Breite und Höhe, so wie ich das sehe. Dann braucht der erste Button ID, das ist das einfache Share. Ups, Share würde ich das also nennen, zum Teilen. Womit fangen wir an? Wir fangen mal an mit dem Icon. Das heißt, wir gehen in den Browser, ihr kennt das, und wir öffnen die Seite Material Design Icons.com. Ich blende das hier auch nochmal unten ein, materialdesignicons.com. Und das erste soll so ein klassisches Share-Icon sein. Also viele von euch mögen wahrscheinlich das hier, was hier so auseinander geht wie so ein Dreieck. Mir gefällt das daneben besser, das hier. Klickt ihr an, klickt ihr dann auf Advanced Export. Das hatten wir schon ein paar Mal als Größe 192 Pixel. Ihr wählt die schwarze Farbe und gebt dem Kind hier einen schönen Namen. Ich mache mal Share Black mit Unterstrich bitte. Das ist wichtig, bitte keine Bindestriche einbauen. Dann klickt ihr auf Icon, dann wird das hier runtergeladen. Ihr nehmt eure Datei aus dem Downloads-Ordner oder wo auch immer das gelandet ist. Ihr kopiert das, dann öffnet ihr Android Studio, geht hier auf Mipmap, geht auf Einfügen, also STRG-C für Kopieren und STRG-V für Einfügen. Wählt dann den höchsten Mipmap
Ordner aus. Das ist Mipmap XXX HDPI, also der für die höchste Auflösung drückt, okay. Dann könnt ihr hier nochmal den Namen bearbeiten. Achtet hier nochmal drauf, dass kein Bindestrich drin ist, sondern höchstens ein Unterstrich. Dann auf OK und dann habt ihr das Icon und dann könnt ihr es benutzen mit SRC bzw. Android Doppelpunkt SRC und dann wählt ihr es hier einfach aus. Und dann seht ihr es auch schon unten rechts in unserer Vorschau. So, das ist unser erster Button sozusagen, aber wir wollen noch einen schönen runden Hintergrund machen. Und das ist nicht so einfach, dafür müssen wir eine neue XML-Datei erzeugen. Gehen wir in den Drawable-Ordner, rechte Maustaste, New, Drawable Resource File und wir nennen das round-image und als Root-Element nicht Selector, sondern Shape, weil wir eine Shape, also eine Form erzeugen wollen. Klicken wir dann auf OK, dann erzeugt er uns die Datei und er erzeugt auch automatisch sein Shape-Attribut und innerhalb dieses Shape-Attributs können wir nun definieren, wie unser Button eigentlich genau aussehen soll, also welchen Hintergrund er haben soll. Er soll rund sein, er soll vielleicht einen ganz schmalen grauen Rand haben und so ein bisschen halbtransparent weiß, so. Das machen wir mit Solid, Android Color und jetzt probieren wir mal einfach schwarz. Genau, das funktioniert. Ihr seht, der Hintergrund ist schon mal schwarz. Schön fand ich aber eigentlich weiß. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr seht, es ist weiß und nun gibt es noch eine Besonderheit. Ihr wisst, es ist eine hexadezimale Angabe bestehend aus 6 Zeichen. F steht für weiß, also 6 mal F steht für klares Weiß. Und ihr könnt aber insgesamt auch 8 Zeichen draus machen. Das heißt, vor diese 6 Zeichen noch zwei weitere Stellen, auch hexadezimal, die die Transparenz angeben. Also der erste Kanal hier steht für die Transparenz. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich 00 davor schreibe, whoop, ihr seht, verschwindet das Weiß, weil es jetzt komplett transparent ist. Man kann also durchschauen, sprich das Weiß sieht man nicht mehr. Das Gegenstück dazu wäre FF wieder. Das ist dann voll opak, also gar nicht mehr transparent. Man sieht also nur das Weiß. Es scheint nichts durch. So, ich habe mir überlegt, CC ist eigentlich schön. Das seht ihr hier als grau, aber später auf unserer Map wird es eben so ein Stück transparent sein. Probiert aus, was euch gefällt. Und vergesst nicht, dieses Solid Tag hier wieder zu schließen mit Slash und geschlossene spitze Klammer. Dann wollte ich außen drumherum so einen kleinen Rand. Das machen wir mit Stroke natürlich. Und zwar habt ihr hier die Auswahl, ihr könnt eine Farbe definieren für den Außenrahmen, ihr könnt eine Breite definieren. Die Farbe, da hatte ich als Farbe die 8, also sprich Raute und dann 6 mal die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist so ein leichtes Grau. Und dann müssen wir noch eine Breite definieren und da hatte ich ein halbes Dip. Das geht auch, nicht wundern, halbes Dip geht auch. Wenn man genau hinschaut, sieht man tatsächlich hier einen ganz leichten grauen Rand. Sieht man später in der App noch ein bisschen deutlicher. Und dann Padding. Padding ist der Abstand in alle Richtungen, also nach innen, der Abstand nach innen. Und zwar hatte ich da überlegt, überall 12 Dip zu machen. Also von unten 12 Dip, von oben 12 Dip, von links 12 und von rechts auch 12. Wieder Slash und spitze Klammer zum Schließen des Tags. Und dann machen wir noch Corners. Das sind also die Ecken. Und da können wir einfach einen Radius angeben. Und da hatte ich 24 Dip. Und ihr seht, dann wird das hier schön abgerundet. Auch hier den Tag schließen. Und das ist unser Round Image. So, das benutzen wir jetzt mal. Gehen wir zurück in die Activity Main, zu unserem Share-Button hier unten. Und da können wir einfach sagen, Background. Und dann wählen wir einfach den Background aus. Mit add drawable slash round image, dann wählt er diese XML-Datei aus. Und wenn ihr jetzt genau hinschaut, dann seht ihr hier unten, hat er also tatsächlich so einen halbtransparenten, weißen, runden Hintergrund mit einem grauen Rahmen. Und da drin ist dann unser Icon zum Teilen. Jetzt klebt das natürlich alles stark am rechten Rand. Margin right 16 Dip und Margin bottom auch 16 Dip. Wir brauchen noch zwei weitere Icons. Ich kopiere mir diese Image View noch zweimal, dann seht ihr, wir haben jetzt hier drei nebeneinander, die brauchen ein bisschen Abstand jeweils zueinander. Das heißt, wir nehmen den ersten, machen einen Margin nach rechts von 8 Dip. Whoop. Das gleiche machen wir mit dem zweiten auch, mit dem dritten nicht. Und schon sind die schön nebeneinander. Jetzt seht ihr, die ID wird unterstrichen. Das liegt daran, dass die überall gleich ist. Der zweite Button soll unser Google Maps
Button sein, also oder Image View mit der ID Google Maps, also Gmaps habe ich das jetzt genannt. Und das dritte wird Route für unser Routing oder sagen wir einfach Routing. So, genau. Jetzt müssen wir die Icons natürlich noch austauschen, die sollen ja nicht alle gleich aussehen. Also zurück in den Browser. Was haben wir da? Maps müssen wir einmal suchen. Ah, wunderbar, haben wir das Google Maps. Advanced 192, falls ich heute ein bisschen schnell bin. Liegt daran, dass wir das meiste schon mal gemacht haben und ich hier niemanden langweilen will. Also Maps Black nenne ich das wieder. Icon. Zack. Dann wählen wir das wieder aus. Ihr macht das im Windows Explorer vermutlich. Ich hier in meinem Finder. Dann Steuerung C zum Kopieren. Ihr geht zurück in Android Studio. Klickt auf Mipmap, Steuerung V zum Einfügen, wählt den höchsten Ordner aus, klickt auf OK, gebt dem Kind einen guten Namen, Maps Black, merkt ihr euch und tauscht es hier aus. Maps Black und schon hat der zweite hier dieses Icon. Da fällt mir ein, wir wollten noch das Icon nicht schwarz machen, sondern grau, machen wir gleich. Zunächst zurück in den Browser und fürs Routing ein Icon, vielleicht Nav, genau. Hier das Navigation-Icon, auch 192 Pixel groß in schwarz. Navigation Black. So. Navigation Black und auch einfügen hier. Mipmap. Genau, Navigation Black. Also dann nehmen wir die ID auch Navigation, ne? Dann ist das ja ein bisschen einheitlich. Und dann geben wir den ganzen Bildern am besten noch einen Tint. Das steht für die Farbe. Und da wäre mein Vorschlag, die 8 zu nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann sind das eher so ein bisschen graue Icons. Okay. Warum die nicht hier Abstand nach unten haben, das wurmt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Wir gucken mal, wie das dann in der App aussieht. Ob das jetzt hier nur nicht richtig gerendert wird oder ob ich hier wirklich noch einen Fehler habe, kann ich im Moment nicht erkennen. Gut. Die Hintergrundfarbe nehmen wir wieder weg. Die brauchen wir nicht. Das war nur für uns zum Design ein bisschen. Man sieht es jetzt auch so mit den Buttons. Das passt schon. Was ich aber vorschlagen würde, ist, dass wir die Buttons an sich noch nicht anzeigen, sondern erst anzeigen, wenn die Map gerendert ist. Also erst, wenn wir überhaupt den aktuellen Standort haben, weil ansonsten kann es sein, insbesondere beim ersten App-Start, wenn wir noch keine Berechtigung haben, dass man unten schon die drei Buttons sieht, aber vielleicht hat man die Berechtigung gar nicht gegeben oder lehnt sie sogar ab und dann klickt man irgendwie auf die Buttons und dann gibt es Probleme. Also, natürlich kann man erst den Standort teilen und auch erst eine Navigation starten, wenn überhaupt die Berechtigung dafür da ist. Das heißt, wir werden unser Buttons-Layout verstecken. Ihr kennt das, wie das geht. Das geht mit Visibility Gone. Und dann haben wir die Sichtbarkeit ausgeschaltet und sind die Buttons sozusagen weg. Und das können wir dann später programmatisch innerhalb unserer Main-Activity im richtigen Moment wieder anschalten. Jetzt sehen wir sie aber hier auch nicht beim Design. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Also jetzt, wenn ihr hier die nochmal umändern wollt, vom Design her noch ein paar mehr Abstände oder andere Farben wählen wollt, dann wundert ihr euch, wo die sind und müsst ihr mal das Attribut hier rausnehmen. Dann vergesst ihr das, dann müsst ihr es wieder reinnehmen oder wie gesagt, vergesst es eben und die sind halt gar nicht drin. Deshalb gibt es hier eine andere Möglichkeit. Ihr sagt Android Visibility Gone, sodass später in der App tatsächlich die Buttons erstmal nicht zu sehen sind. Aber damit ihr weiter designen könnt und sie hier in eurer Preview seht, könnt ihr schreiben Tools, Doppelpunkt, Visibility, Visible. Also mit dem Attribut Tools Visibility überschreibt ihr dieses Attribut Android Visibility für eure Preview. Das heißt, alles was mit Tools beginnt, gilt nur für die Preview. Die Buttons werden in der App nicht zu sehen sein. Aber eben hier in der Preview, damit ihr designen könnt. Wunderbar, wieder was gelernt. Jetzt gehen wir in die Main Activity und wir werden unsere Views, die wir gerade erzeugt haben, diese drei Buttons hier oben erstmal deklarieren. Das sind also Image Views, also Image View. Das erste ist die Share View. Das zweite haben wir Gmaps View genannt. Und das dritte ist Navigation View. Und dann haben wir eine Methode Init Views. Und da werden wir die, wo ist das? Hier ist es. Und da werden wir die Views initialisieren. Ah, also das erste war die Share View. Die suchen wir anhand der ID. Das ist RID Share. Dann Gmaps View. Find View by ID Gmaps. Und Navigation View. Hui, find, da. Find View by ID RID Navigation. Wunderbar. Dann sorgen wir dafür, dass hier unsere Buttons,
dass die angezeigt werden, sobald die Map, also die Standortkarte, gerendert wurde. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch die Buttons. Packen wir mal hier hin. Das Ganze ist ein Layout, beziehungsweise reicht auch, wenn wir einfach nur View schreiben, weil wir nicht viel damit machen wollen, nur einblenden, ausblenden. Nennen wir das also View Buttons. Gehen wieder in Init Views und sagen Buttons ist Find View by ID Buttons. Und wenn die Map geladen ist, das finden wir hier in Zeile 80, On Map Ready. Da stylen wir die Map ein bisschen und dann sagen wir einfach Buttons Set Visibility Visible. Das heißt, wenn die Map geladen ist und angezeigt wird, dann zeigen wir auch die Buttons an. Und ich würde sagen, das ist schon ein guter Moment, das zu testen. Klar, das Teilen wird noch nicht funktionieren, haben wir jetzt nicht wirklich eingebaut. Aber die Buttons müsste man sehen. Und ich bin echt gespannt, ob die ganz unten am Screen hängen oder ob die tatsächlich Abstand haben, so wie sie haben sollen. Ich drücke mal auf Play und wir gucken mal. Die hängen tatsächlich ganz unten. Also die Preview hat recht. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Aha, man kann das Handy drehen. Sehr schön. Hier unten sind die Buttons. Die sind also sichtbar. Tatsächlich, es hat funktioniert. Ich kann sie hier mehr oder weniger anklicken. Passiert aber nicht viel. Und ja, warum die ganz unten hängen, das kriegen wir noch raus, das verspreche ich. Aber lasst uns erstmal dafür sorgen, dass sie funktionieren. Also, zurück zum Code. Der Share-Button. Packen wir mal On-Click-Listen da drauf. Ihr wisst, das ist nötig, damit wir die Klicks erkennen und entsprechend reagieren können. Also, ShareView.setOnClickListenerView OnShareClick. Das Ganze nennt sich Lambda. Kennt ihr. Das Ganze machen wir bei GmapsView auch. On Gmaps Click nennen wir das mal einfach und Navigation View Set on Click Listener View on Navigation Click. So, und die drei Methoden sollten wir anlegen. Das ist einmal on Share Click, das ist einmal on Gmaps Click und die dritte Methode ist Navigation Click. Wundervoll. So. Okay, was soll denn passieren, wenn wir auf Share klicken? Naja, wir wollen, dass die Geokoordinaten geteilt werden. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was für Geokoordinaten. Wir haben nämlich im Prinzip zwei verschiedene, ihr erinnert euch. Also wenn man die App startet, dann zoomt und bewegt sich das Ganze, die Karte dahin, wo unser aktueller Standort ist. Und der wird eben als kleiner blauer Kreis angezeigt. Das ist eine. Aber dann können wir die Map auch noch verschieben zu einem ganz anderen Punkt. Und jetzt die Frage, was wollen wir eigentlich teilen? Mein Vorschlag wäre, lasst uns den aktuellen Standort teilen, weil das hatten wir ursprünglich gesagt, dass unsere Freunde also wissen, wo wir sind. Das heißt, lasst uns mal den aktuellen Standort holen, und zwar aus Mapbox. Wir könnten natürlich den aktuellen Standort auch aus den Google Play Services holen, so wie wir das beim ersten Video dieser Trilogie hier gemacht haben. Da wir aber Mapbox jetzt drin haben und Mapbox natürlich schon unseren eigenen Standort kennt, brauchen wir jetzt nicht nochmal die Google Play Services dazu. Sondern wir sagen einfach Location Object mit dem Namen Location ist. Und jetzt nehmen wir uns das Map Objekt, sagen Get Location Component, Get Last Known Location. Also wir holen uns das Location Component aus dem Map Objekt und fragen das einfach, was ist der zuletzt bekannte Standort? Und dann haben wir den Standort in Hand, das Location-Objekt. Und das Location-Objekt, das hat jetzt Latitude und Longitude, also sprich Breitengrad und Längengrad. Und die beiden Dinge können wir teilen. Bevor wir teilen, sollten wir prüfen, ob wir tatsächlich das Location-Objekt in der Hand halten, denn es kann sein, dass der Standort gar nicht bekannt ist. Warum auch immer, weil man vielleicht gerade keinen GPS-Empfang hat und vielleicht zusätzlich Mobilfunk ausgeschalten ist. Und es kann auf jeden Fall Gründe geben, warum der Standort aktuell nicht bekannt ist. Deswegen prüfen wir nochmal sicherheitshalber, ob Location nicht null ist. Also dieses Ausrufezeichen ist gleich, das steht für nicht null. Nicht null bedeutet, es ist vorhanden. Dann machen wir ein Intent auf, denn Intents kennt ihr. Intents braucht man, um zum Beispiel eine neue Activity zu starten, und mehr oder minder wollen wir genau das tun. Wir wollen eine andere Activity starten, nur eben nicht aus unserer eigenen App, sondern eine Activity aus einer anderen App, und zwar einer beliebigen anderen App. Jede beliebige App, die damit klarkommt, dass wir einen Text teilen wollen. Wie funktioniert das also? Wir haben Längengrad und Breitengrad und wir wollen daraus einen Text machen. Sowas wie, guck mal, hier bin ich und dann die Koordinaten. Und diesen Text soll man zum Beispiel per WhatsApp verschicken können oder per, was weiß ich, was ihr benutzt, Threema, Telegram, Signal, E-Mail, SMS.
Und dafür brauchen wir auch ein Intent. Das heißt, wir bauen uns hier einen Intent. Das kennt ihr, das ist einfach New Intent. Und diesem Intent geben wir einen Typ bzw. eine Action, nämlich das, was getan werden soll. Und hier soll ein Text gesendet werden. Das heißt, die Action, die wir hier brauchen, ist Intent Action Send. Das schreiben wir hier einfach in den Konstruktor des Intents. Das ist hier ein String. Oder vielmehr ist es eine Konstante, die einen String repräsentiert, braucht uns aber eigentlich auch nicht interessieren. Wir wissen, wir wollen einen Intent machen, um einen Text zu senden, deswegen übergeben wir Action Send. Dann müssen wir noch übergeben, was für eine Art Text es sich handelt. Das ist SetType. Das ist der sogenannte MimeType, den wir übergeben. Und der ist in unserem Fall TextPlain. Wir könnten nämlich zum Beispiel auch HTML übergeben. Dann würden wir schreiben TextHTML. Dann könnt ihr hier auch HTML-Text übergeben. Brauchen wir aber nicht. Wir wollen einen einfachen Text senden über Messenger, über WhatsApp, Telegram, wie ich schon gesagt habe. Und das ist typischerweise TextPlain. Und dann können wir Extras definieren. Das geht mit Intent PutExtra. Und ihr seht, man kann hier wieder einen Namen angeben und einen Wert. Das kennt ihr aus anderen Stellen. Wir wollen den Text übergeben. Ja, genau, der Text fehlt ja noch. Also put extra und das, unser extra heißt Text, beziehungsweise wenn wir auch hier eine Konstante nehmen, nämlich intent extra text. So, viel besser. Also intent put extra, extra text und das zweite ist einfach unser Text, den wir teilen wollen. So, also Anführungszeichen und was wollen wir teilen? Hier bin ich Doppelpunkt. Und hinten dran mit einem Plus verbinden die Geokoordinaten. Also Längengrad, Breitengrad. Nein, Breitengrad, Längengrad. Ne? Latitude, Breitengrad, Longitude, Längengrad. Also Location, get Latitude plus, machen wir noch ein Komma dazwischen, Location, get Longitude. Semikolon nicht vergessen. Und das ist der Text, den wir also teilen. Hier bin ich, Doppelpunkt, Breitengrad, Längengrad. Wunderbar. Und dann übergeben wir noch ein Flag. Was ist ein Flag? Ein Flag ist im Prinzip eine Flagge. Also es ist im Prinzip ein Boolean, eine Einstellung, ein einzelner Wert, der noch angibt, wie sich dieser Intent verhalten soll. Und zwar wollen wir, dass dieser Intent eine externe Activity startet in einem extra Task. Was ist ein Task? Also ich glaube, das erkläre ich euch in einem anderen Video, wie das funktioniert mit dem Android Task Management und wie das funktioniert mit dem Android Backstack. Diese Dinge hängen zusammen. Ich würde sagen, lasst uns das hier einfach mal benutzen, damit das gut funktioniert, unser Teilen. Das heißt, wir übergeben hier einen Flag und das Flag findet ihr auch unter Intent und dann Flag und das Ganze heißt Flag Activity New Task. Wir wollen also einen neuen Task anlegen, sprich einen neuen Backstack anlegen. Und damit eine externe App öffnen oder darin eine externe App öffnen. Und nun brauchen wir eigentlich nur noch den Intent starten. Das kennt ihr mit Start Activity Intent. Sollten wir mal probieren. Also starten wir die App. Okay, mich nervt es immer noch, dass diese drei Button da am unteren Rand kleben. Das schauen wir gleich. Ich tippe jetzt auf den ersten Button. Zack. Aha. Und ihr seht, er zeigt mir automatisch eine Liste an mit Apps, die ich so installiert habe. Das liegt daran, wir sagen ja, wir wollen einen Text teilen und Android hat festgestellt, dass mehrere Apps in der Lage sind, einen geteilten Text zu empfangen. Wie das funktioniert, geteilte Dinge empfangen, zeige ich euch in einem anderen Video. Und alle diese Apps, die eben Text empfangen können, die zeigt er mir hier an. Also ich kann den Text in den Notizen speichern, ich kann das per Signal verschicken per Instagram, ich kann das WhatsApp schicken per E-Mail, Discord sogar und so weiter. Was machen wir mal? Ich würde sagen, ich speichere das einfach in den Notizen. Ja, müssen wir jetzt nicht wirklich an einen Freund von mir schicken. Also, ihr klickt hier einfach für Notizen freigeben an, zum Beispiel hier nur diesmal. Und dann seht ihr, erzeugt er eine neue Notiz mit genau unserem Text. Hier bin ich, Doppelpunkt und dann Breitengrad, Längengrad. Das können wir jetzt speichern. Okay, dann zeigt er mir unten noch so einen Toast an. Ich klicke mal auf Ansehen. War ich jetzt ein bisschen zu langsam. Machen wir das nochmal. Nochmal speichern, ansehen und dann öffnet er hier meine Notizen-App und da habe ich zum Beispiel meine Koordinaten als Notizen gespeichert. Aber ihr könnt es, wie gesagt, auch per WhatsApp oder Telegram
an eure Freunde verschicken. Wunderbar, das funktioniert schon mal. Machen wir weiter mit dem zweiten Button. Der zweite ist Google Maps öffnen. So, das funktioniert im Wesentlichen wie auch der andere, der Share-Button. Also, zuerst ermitteln wir den Standort, den wir teilen wollen. Und dann erzeugen wir einen Intent und dann starten wir diesen Intent. So, aber macht es Sinn für uns? Macht es Sinn, einen Button zu haben, der uns Google Maps öffnet mit dem gleichen Standort? Wir können auch gleich Google Maps öffnen und sehen unseren aktuellen Standort dort. Es ergibt also nicht so wahnsinnig viel Sinn. Was aber Sinn ergibt, ist, dass wir gar nicht unseren aktuellen Standort in Google Maps öffnen, sondern vielleicht den Standort, den ich ausgewählt habe, in dem mich die Karte ja gezoomt und gedreht hat. Also ich zeige euch nochmal die App, dass ihr wisst, was ich meine. So, gehen wir mal hier zurück. Hier ist mein aktueller Standort, klar. Und den aber jetzt mit Google Maps zu öffnen, ist relativ langweilig. Wie gesagt, da könnte ich auch direkt Google Maps öffnen. Aber was man ja machen kann, ich kann ja die Map hier rauszoomen und zum Beispiel wo ganz anders hingehen. Ja? Gehen wir mal an die Ostsee zum Beispiel. Ja, wo ist denn die Ostsee? Ich glaube, ich bin ein bisschen verrutscht. Oh, erstmal aus Norden, sonst kommen wir nie an die Ostsee. So, na, dann müsste ja hier oben die Ostsee sein. Na, das passt doch. So, hier kann man schön Urlaub machen. Sagen wir mal hier oben zum Beispiel. Warum zeigt ihr mir so wenig Orte an? Na gut, hier ist also ein schönes Freizeitcamp, okay? Und dieses Freizeitcamp, am Wasser heißt das, das will ich jetzt in Google Maps auch öffnen, weil das habe ich jetzt hier in meiner App gefunden und das will ich jetzt sofort in Google Maps öffnen, warum auch immer. Und das heißt, wir wollen diesmal nicht den aktuellen Standort teilen, sondern den Standort, der hier in der Mitte unseres Kartenausschnitts ist. Also wir nehmen einfach die Mitte hier von unserem Kartenausschnitt und teilen einfach den Standort dann mit Google Maps. Das ergibt viel mehr Sinn. So, nur dass ihr wisst, das ist also ein kleiner Unterschied. Gucken wir mal, wie kriegen wir denn den aktuellen Kartenausschnitt überhaupt hin? Oder woher bekommen wir den? Naja, sicherlich aus der Map. Get, und dann lass mal gucken. Ja, Get Camera Position. Das klingt interessant. Ne? Da, wo die Kamera ist, also da, wo man raufschaut auf die Maps, das könnte interessant sein. Punkt. Was haben wir? Wir haben Bearing, Padding, Target, Tilt, Zoom, Target. Target ist vom Typ LED Long. Das klingt doch interessant. Target. Also sprich, das ist unser Ziel, wo die Kamera gerade hinschaut. Also sprich, das ist tatsächlich der Kartenausschnitt. Und was haben wir dann? Dann haben wir alles, was wir brauchen. Get Latitude, Get Longitude. Wunderbar. Wir haben sogar Get Altitude. Wahrscheinlich haben wir auch den Zoom. Nein? Der Zoom ist hier extra, ne? Ja. Okay, gut, brauchen wir auch gar nicht. Sondern, also könnten wir verwenden, brauchen wir nicht. Wir brauchen Latitude, Longitude. Also Target, genau. LED Long ist das diesmal. LED Long. Wie heißt das Objekt? Ich habe es vergessen schon wieder. LED Long. Ja, LED Long wahrscheinlich. LED Long, also LED, LNG für Latitude, Longitude, ist Map, Get Camera Position, Target. Achso, Namen braucht das Ding auch. Ich nenne das wieder Location. Das ist diesmal nur ein anderer Typ, weil das diesmal hier nicht ein Location-Objekt ist, sondern ein LED-Long-Objekt, warum auch immer. Ich kann es aber trotzdem Location nennen. Hol das diesmal aus dem Camera-Target. Also sprich, da, wo unsere Kamera aktuell hinschaut. Oh, und jetzt gucken wir. Haben wir wieder eine Location in der Hand? Ja, sehr wahrscheinlich. Das müssten wir wahrscheinlich nicht auf Null prüfen, denn den Kartenausschnitt wird es immer geben. Wir warten ja sowieso so lange, bis die Karte geladen ist, bevor wir unsere drei Buttons da unten anzeigen. Aber ich mache das jetzt trotzdem so. Und was wollen wir jetzt? Jetzt wollen wir eine Karte öffnen, also sprich eine andere App mit einer Karte öffnen und die Karte ansehen. Also gut, wieder ein Intent. Intent ist New Intent. Und ich verrate euch, der Typ, also beziehungsweise die Action, Intent Action, ist diesmal nicht Send, sondern View, weil wir etwas ansehen wollen. Warum das jetzt konkret so ist, müsst ihr Google fragen. Google möchte ja allerdings eine View-Action haben. Okay, so, einen Typ müssen wir jetzt nicht übergeben, weil wir gar keinen Text haben. Das heißt, wir brauchen hier auch gar keinen Typ angeben, ob das jetzt Text Plain ist oder Text HTML, das fällt in diesem Fall weg. Was wir übergeben wollen, sind die Koordinaten. Und das machen wir in Form einer sogenannten URI. Eine URI ist nichts anderes als eine URL im Wesentlichen. Das ist ein Uniform Resource Identifier, URI genannt. Und sieht im Prinzip so aus wie das, was ihr oben in eurem Browser eingebt. Also eine URL halt. So, das heißt, wir machen ein neues Objekt, das nennen wir URI.
Uri Uri ist gleich. Und dann sagen wir Uri.parse. Wir parsen also einen String zu einem Uri-Objekt. Und der String ist jetzt der String, den wir eigentlich teilen, den dann die andere App versteht, auswertet und die Koordinaten rausliest. Okay, wie funktioniert das? Das funktioniert so, das muss man wissen. Das kann ich auch nicht näher erklären. Das ist Geo-Doppelpunkt und dann kommt Latitude-Longitude, um eine Karte zu öffnen. Also Geo-Doppelpunkt und dann Location-Objekt, Punkt, Get-Latitude, dann wieder ein Komma, nur diesmal ohne Leerzeichen hier, und Get-Longitude hinten dran. So sieht es aus. Also wir machen einen String, Geo-Doppelpunkt. Das ist einfach sozusagen das Protokoll dafür, um eine Map zu öffnen. Und dann Latitude, Komma, Longitude. Das ist die URI. Und die URI, die übergeben wir jetzt unserem Intent. Und zwar mit der Methode setData. Und ihr seht, Data verlangt eine URI. Also setData URI. Wunderbar. Dann übergeben wir wieder den Flag, setFlags, intentFlag, activityNewTask. Und dann starten wir die externe Activity mit startActivityIntent. So, hier ist die App. Zack. Und ich klicke jetzt den zweiten Button an. Und ihr seht, er schlägt mir vor, Google Maps zu öffnen, beziehungsweise auch hier wieder mehrere Apps, alle die eben mit Geokoordinaten grundsätzlich klarkommen. Die Notizen-App ist jetzt nicht mehr dabei, weil ich keinen Text teile, sondern weil ich konkret Koordinaten mit diesem Geo-URI-Protokoll teile, schlägt er hier eben Apps vor, die tatsächlich nur noch was mit Navigation zu tun haben. Also Google Maps, Komoot oder hier BVG, Fahrinfo, das ist, weil ich in Berlin wohne. Sogar die Uber-App. Das heißt, ich könnte ja hier die Uber-App starten und mich dann dahin navigieren lassen. Okay, wir hatten aber hier in der Mitte jetzt unseren aktuellen Standort. Ich werde mal wieder hier nach Norden und mal wieder hier hoch Richtung Ostsee gehen. Ja, Greifswald. Nehmen wir mal hier Greifswald. Packen wir mal so ein bisschen in die Mitte. Dann mit Maps öffnen und ich sage nur diesmal und eröffnet sich Google Maps und ihr seht mit Greifswald. Ihr seht Marktplatz Greifswald. Ich kann ein bisschen rauszoomen. Das ist eindeutig Greifswald. Funktioniert. Okay, gehen wir wieder zurück. Probieren wir mal eine andere App. Na, Uber ist vielleicht ein bisschen doof. Wenn ich jetzt Uber wähle, gehen wir mal doch lieber erst nach Berlin zurück. Ich kann ja nicht bis nach Greifswald fahren. Von Neubrandenburg, jetzt müsste man hier auch Müritz, ist noch zu weit nördlich. Potsdam, Berlin. Genau, so, wir wollen, also ich wohne ja hier ungefähr, Friedrichshain. Und wir wollen mal nach Schöneberg. So, also packen wir uns hier Schöneberg grob in die Mitte. Ja, hier so. Naja, ein bisschen nördlich von der Autobahn, so. Und dann, zack, und wir sagen mit Uber bitte. Ah ja, ihr seht, er berechnet eine Strecke von mir nach Schöneberg und das Ganze würde 31,68 Euro kosten. Gut, das soll hier keine Uber-Werbung werden, sondern ich wollte euch einfach nur zeigen, dass man eben auch den Standort bzw. dieses Location-Objekt, Latitude, Longitude, auch mit anderen Apps teilen kann. Funktioniert wunderbar. Kommen wir zum letzten Teilen-Button und zwar zum Starten einer Navigation. Auch hier wieder zuerst die Überlegung, wo wollen wir hin navigieren? Wollen wir zu unserem aktuellen Standort navigieren oder wollen wir irgendwo hin navigieren, was wir als Map-Kartenausschnitt eben eingestellt haben? Naja, zum aktuellen Standort zu navigieren ergibt jetzt nicht allzu viel Sinn, wenn ihr mich fragt. Da sind wir ja schon. Also dahin zu navigieren, das ist nicht allzu weit. Machen wir also das Gleiche, was wir bei GMaps-Click gemacht haben. Wir nehmen let-long-Objekt, nennen das Location, map-get-camera-position-target. Gucken, ob wir das in der Hand haben tatsächlich, was ja immer der Fall sein sollte. Und dann erzeugen wir einen neuen Intent. Das ist das gleiche Prinzip, wieder New Intent. Ich sage es euch, das ist wieder View, Action View. Es wird wieder eine App gestartet, die mehr oder minder eine Karte anzeigt. Wieder eine URI, nur die sieht diesmal etwas anders aus. URI Parse. Diesmal ist es nicht Geo-Doppelpunkt, sondern weil wir direkt eine Navigation starten wollen, ist es, und ich habe es vergessen. Genau, es ist Google Navigation. Ja, wer hätte das gedacht? Google Navigation mit Punkt dazwischen. Also Google.Navigation und dann Doppelpunkt Q ist gleich. So, das kann sich auch kein Mensch merken. Google Navigation, Q ist gleich. Und dahinter wieder
das übliche, location get latitude, Komma, location get longitude. So sieht es aus. Das ist unsere URI, der Rest ist gleich. Also intent, set data. Falls ich mich heute ein bisschen zu oft vertippe, liegt es daran, ich habe ein neues MacBook gekauft und die Tastatur ist ein bisschen anders. Das ist jetzt nicht mehr diese Butterfly-Tastatur, an die ich mich jetzt jahrelang gewöhnt hatte, sondern jetzt ist es hier das Magic Keyboard, so heißt das. Und da sind die Tasten ein bisschen höher, auch ein bisschen kleiner, glaube ich. Und alle sagen, es tippt sich einfacher. Kann sein, aber ich muss mich erst dran gewöhnen, deshalb die ganzen Vertipper. Nicht wundern. Also Intent, Set Flags machen wir wieder. Auch hier wieder Flag Activity New Task und Start Activity Intent. So, auch das probieren wir aus. So, er zoomt wieder auf Berlin, da wo ich mich befinde. Ich drehe mal die Karte wieder. So, wo wollen wir denn hin navigieren? Na, wir fahren heute mal nach... Guck mal, hier ist ein schöner Park. Wir wollen hier zum großen Bunkerberg. Großer Bunkerberg. Packen wir in die Mitte. Und dann drücke ich jetzt das dritte Icon unten rechts für die Navigation. Und er schlägt mir nur noch 3 Apps vor. Jetzt sind es schon ein paar weniger. Nicht jede App kann Navigation. Google Maps kann das offenbar. Komoot kann navigieren. Und Uber kann navigieren. Ich nehme Google Maps diesmal. Jo, okay. Und er sagt, in 23 Minuten bin ich da. 6,1 Kilometer. Das Ganze ist auch rot, 23 Minuten. Also haben wir Stau. Kann man hier eigentlich Fahrradnavigation einstellen? Oder ist das schon Fahrradnavigation? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wie will er denn fahren? Wir gucken mal. Uiuiui. Ja, an der Baustelle vorbei. Wo will er hin? Ja, zum Bunkerberg. Okay, das letzte Stück muss man laufen. Wahrscheinlich ist es Autonavigation. Genau, dann fahre ich mit dem Audi hin, park da sozusagen und dann laufe ich auf den Bunkerberg. Wunderbar. Funktioniert, ihr seht. Also man kann auch Intents machen, um direkt die Navigation zu starten. Nice. Schön. Gut. Jetzt lasst noch mal gucken, warum die 3 Buttons da unten so am Rand kleben. Das wurmt mich wirklich. Also zurück zum Code. Wir schauen uns noch mal das Layout an. Okay, eine halbe Ewigkeit später. Ich habe keine vernünftige Lösung gefunden. Es sollte eigentlich mit Layout Margin Bottom getan sein, weil nach rechts geht es ja auch. Weiß nicht, warum man nach unten den Abstand nicht hinbekommt. Wir können das aber anders lösen. Wir nehmen hier aus dem Linear Layout mit den Buttons den Abstand nach unten einfach raus. Funktioniert ja sowieso nicht. Und bauen das einfach bei den Image Views ein. Das heißt, hier zum Beispiel... Das ist echt witzig. Jetzt bewegen sich alle 3 nach oben. Liegt daran, dass der eine Button sozusagen höher ist. Ja. Schön ist es nicht, geht aber. Also, falls es bei euch auch so ist, nehmt aus dem Linear Layout den Margin Bottom raus, packt es in die erste Image View rein. Aber ich vermute, das ist nur bei mir so eigentlich. Es sollte bei euch vielleicht sogar funktionieren, wenn Margin Bottom hier schon in dem Layout drin steht. Ist mir jetzt echt ein Rätsel. Wir probieren das mal aus. Ja, viel besser, ne? Gut, nicht die beste Lösung, gefällt mir nicht, aber funktioniert. Ja, und so kann man zufrieden sein. Das war's mit diesem Video. Wir haben einiges gelernt. Ich fasse mal zusammen. Wir haben gelernt, dass man Shapes bauen kann. Und zwar so, indem wir eine neue XML-Datei erzeugen und dann können wir sagen, soll eine Hintergrundfarbe haben, soll einen Stroke, einen Rand haben, Padding, Corners, runde Ecken und so weiter. Wunderbar. Was haben wir noch gelernt? Wir haben gelernt, dass man Dinge teilen kann. Und zwar auf ganz verschiedene Art und Weise. Das Häufigste, was ihr wahrscheinlich in euren Apps am häufigsten verwenden werdet, ist ein Text teilen. Und zwar einfach ein Text Plain, sodass man das teilen kann über WhatsApp, Signal, Instagram und so weiter. Das muss ja keine Location sein. Ihr könnt ja irgendeinen Text teilen. Zum Beispiel könnt ihr das in die Boom-App einbauen und die Highscore mit jemandem teilen. Macht ihr so einen Share-Button, zack, schreibt ihr einen Text rein. Hey, aktuelle Highscore liegt bei, keine Ahnung, 100 Punkten. Und das schickt ihr jemandem per WhatsApp zum Beispiel. Geht. Ihr habt gelernt, wie man Koordinaten teilt, um eine App zu öffnen, die eine Karte darstellen kann. Und das braucht man vielleicht nicht so oft.
wie man sogar einen Intent machen kann, um eine Navigation zu starten. Man kann noch viel mehr Intents machen. Man könnte zum Beispiel noch ein Bild teilen oder Bild und Text zusammen. HTML kann man teilen, URLs kann man teilen, also so, dass dann vielleicht der Browser sogar aufgeht, wenn man das anklickt und so. Also man kann so ziemlich viel machen. Man kann auch Telefonnummern teilen, dann würde direkt die Telefon-App aufgehen, dass man jemanden anrufen kann. Und das ist auch so ein bisschen der Sinn von Android. Eine App sollte nie alles können, sondern sich mit anderen Apps verbinden. Also es gibt Apps, um Dinge an Freunde zu senden, WhatsApp zum Beispiel. Es gibt Apps, um eine Karte darzustellen, Google Maps. Es gibt Apps zur Navigation, kann zum Beispiel eine spezielle Navigations-App sein. Und mit Intents kann man all diese Apps verbinden. Und so muss eine App nicht alles können, sondern kann die Funktionalität auslagern an eben andere Apps, die das vielleicht besser können und sich darauf spezialisiert haben. Ja, das zu den Intents. Ich denke, mit dieser kleinen Trilogie hier sind wir fertig. Wenn ihr noch Fragen habt oder Wünsche, dass wir diese App weiterentwickeln, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Es hat euch gefallen. Falls ja, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, wie immer. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, super schönes Wochenende.